Wieder Hallihallo. Die nächsten 14 Tage werden wir mal schauen, was erwartet wieder. Bitte bedenkt, ich sage es immer, immer wieder, okay? Alle Legungen haben in meinem Kanal kein Verfallsdatum. Auch wenn wir von 14 Tagen reden, von einem Monat, von 5 Tagen, jede Situation, die wir hier besprechen oder die wir darstellen, steht und fällt zu 60% mit deiner eigenen Frequenz, mit deiner persönlichen Energie, mit deiner eigenen Disposition auch, nicht mit der Trägheit, mit der Faulheit, einfach nur auf ein Wunder zu warten und dass die ganze Welt dein Leben regiert, ja, oder dein Leben in Ordnung bringt und du stehst dann da. Nein. Das heißt, wir reden von der zweiten Hälfte Juli. Wir gucken aber nächste Woche rein, weil hier geht es darum, die Frequenzen, die Widder und alle anderen Sternzeichen haben werden im Juli, werden so ausgerichtet sein, dass viele Negativitäten ans Licht kommen. Viele Sachen, mit denen du dich nicht konfrontieren möchtest, ja? Viele Schattenseiten werden in den nächsten 14 Tagen rauskommen können und rauskommen werden für sehr viele, weil jetzt ist der Moment, eine neue Ära, eine neue Version, eine neue Zeit anzugehen. Ich sag immer, ja, bleib dran, lerne mit den Schattenseiten dich anzugehen oder lerne die Schattenseiten zu dominieren, lerne die Schattenseiten von dir wirklich bis aufs kleinste Detail kennenzulernen, damit das Aufblühen aus einer wundervollen Kraftenergie kommt, okay? Die nächsten 14 Tage, wow, und ich sag's dir noch, guck mal, die Karte der Sonne. Die Karte der Sonne ist eine sehr, sehr positive Karte. Die Karte der Sonne redet ja nicht nur von der geistigen Welt, redet nicht nur von der Inspiration, redet nicht nur von Erleuchtungen, repräsentiert auch die Fischenergie, ja. Aber hier geht es darum, in der zweiten Hälfte von Juli hast du die grandiose Möglichkeit, Probleme zu klären, ja, Probleme loszuwerden. Menschen, die nicht in deinem Flow sind, abzuschießen. Alleine das kann ich immer. Ja, warum macht man das dann nicht? Du bist in der zweiten Hälfte von Juli gesegnet, weil die Nachrichten, die Botschaften, die Schriftverkehre, die Verbindungen, ja, die Kooperativen, alles, was wir mit anderen Menschen verbinden, wird zu deinem Gunsten ausfallen können, aber es bedarf Disziplin. Es bedarf Intelligenz, es bedarf gute Absichten, es bedarf eine solide Basis, es bedarf Gewissenhaftigkeit und es bedarf wirklich Ausdruck und Stärke und Bereitschaft. Ganz wichtig. Du brauchst es nicht allen recht zu machen. Du wirst auch nicht immer recht haben. Okay? Das ist nur die Hauptenergie. Partnerschaften, Liebe, Sexualität, alles das gehen wir gleich noch drauf ein. Ich rate dir, mach eine private Legung. Ich habe für diesen Monat nur noch 5 Termine frei, beziehungsweise 4, okay? Auch für zielorientierte Therapien, auch für Rituale, Reinigungsrituale, Liebesrituale, ja? Wegöffnungen vor allen Dingen. Da mache ich ganz, ganz, ganz viele Wegöffnungen. Ja, also meine private Energie ist tausendmal mehr wie das, was du hier sehen kannst, wieder. Und deswegen sage ich dir, hast du auch einen Notfall? Ja, schreib mich an in einer Notfall-Expresslegung. Am gleichen beziehungsweise am nächsten Tag kannst du dann wirklich deine, ja, Gespräche mit mir führen. Okay? Wieder. Also das heißt, die nächsten 14 Tage können mit guten Aussichten an Start gehen. Ja, definitiv. Jede positive Karte hat auch seine Schattenseite. Es gibt Mauern, es gibt Grenzen, es gibt Regeln, die eingehalten werden müssen. Okay? Es gibt Momente, wo wir sagen, Widder hat keine Böcke mehr, ja, jemanden hinterher zu rennen. Wir haben einen Widdergeborenen, der in den nächsten 14 Tagen, ja, hier loslassen darf, neu anfangen darf, starten darf, Gespräche werden geführt werden, ja. Erinnerungen, Vertrauensthemen, die Liebe, die Gefühle, die Kraft, die Sicherheit, die Korrespondenz, ja, die Eltern, das Vaterschaftsthema, die Mutter, alter Schwede, ja. Verheiratete Menschen, Dreieckskisten. Alles ist hier drin, aber ich habe mit keinem einzigen energetischen Feld ein Problem, dir zu sagen. Es steht und fällt mit deiner Entscheidung. Es steht und fällt, wie sehr bist du bereit, ja, dich hier auf deinen Thron zu setzen? Wie sehr bist du bereit, ja, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen? Wie sehr bist du bereit, die Situation, in der du dich jetzt befindest,
zu analysieren. Jetzt kannst du hingehen und sagen, Alena, ich habe ein ganz normales Leben, ja, ich bin Hausfrau oder was weiß ich nicht, ich bin berufstätig, kümmere mich auch um die Kinder, ja, ich habe einen Mann, ich habe eine Katze, ich habe einen Hund, ich habe ein Haus, ich habe einen Teich im Garten, ich habe ein ganz normales Leben, wie alle anderen Menschen auch oder wie viele andere Menschen auch. Okay, mega geil. Aber wie glücklich bist du? Nicht zu 1000%ig, weil es gibt Bereiche, die stagnieren. Und deswegen sitzen wir hier. Die nächsten 14 Tage heißt, schaue dir wirklich an, was du zurücklässt. Was lässt du zurück, indem du einen Neuanfang machst? Nichts. Angst, Unzufriedenheit, Gedankenkarusselle, Machtenschaften, Eifersucht, Stress. Ja, viele wieder werden jetzt auf die Barrikaden gehen und sagen, Alena, es triggert mich total und das, was du sagst, ist voller Blödsinn, interessiert mich nicht. Ja, meine Aufgabe ist nicht, jemanden Honig um den Mund zu schmieren oder jemanden Zucker in den Hintern zu blasen, sondern meine Aufgabe ist es zu sagen, das, was energetisch ist, das, was real ist, das, was spirituell ist, das, was kommen wird, ob früher oder später. Ja, aber heute ist die Legung für Widder sehr hart, weil man möchte dir sagen, alle Türen sind geöffnet, alle Energiefrequenzen sind ausgerichtet auf Erfolg. Ja, auf Sicherheit, auf Liebe, auf Erkenntnis, auf dir was zu zeigen, die Schattenseiten rauszuholen, ja, die Giftstoffe rauszuholen, die Erkrankungen zu heilen, die Dreieckskisten endlich zu klären. Der interne Prozess ist so weit angetrieben schon, dass die zweite Hälfte im Juli einfach nur Porno werden kann. Egal, was du gerade durchlebst. Das Thema ist aber, dadurch, dass der Widder manchmal Probleme hat, ja, mit Disziplin, mit Ordnung, auch mit Verletzungen oder auch andere zu verletzen. Manchmal nutzt der Widder sein Potenzial nicht aus. Warum auch immer, ja, gerade eine Frequenz dann ist, die das nicht erlaubt. Hier geht es darum, in den nächsten 14 Tagen heißt es, die Impulsivität von Widder muss der Motor sein, um den Willen zu haben, die Bereitschaft zu haben, die Korrespondenz zu haben, ja, aus einer Vergangenheit rauszukommen, aus einer Unentschlossenheit rauszukommen und aus einer Trägheit rauszukommen. So, das ist der eine Faktor. Die andere Situation ist, was ist dein interner Prozess? Dein interner Prozess ist, dass du schon lange Zeit genug zu viele Gedankenkarusselle hattest, dich zu viel mit Zwilling, Waage, Wassermann rumgeschlagen hast, mit Krebs, Fische, Skorpione vielleicht auch. Ja, alle Energien hier. Der Hintergedanke ist, deine mentale, rationale Ebene wird einen Konflikt austragen wollen oder austragen müssen, ob beruflich, ob Liebe, ob privat, ob spirituell, ob du einfach nur einen Film guckst oder ein Buch liest, was dich triggert. Deine mentale, rationale Seite wird einen Kampf austragen, wird eine Situation entgegentreten müssen, die sehr wichtig ist, um hier eine Klärung reinzubringen in dein, was möchte ich? Ja, also die Legung geht sich heute nicht darum, wie kraftvoll bist du, wie spirituell bist du, wie engagiert bist du, ja, wie einsatzfähig bist du, sondern was brauchst du real, um zu erkennen, in welcher Situation bin ich involviert, in welcher Situation involviere ich mich, welche Hilfestellungen bekomme ich wirklich von Menschen, die mir wichtig sind, was ist mit meinem Alkoholproblem, ja, warum kann ich nicht Gewicht abnehmen, was ist mit dieser Unfruchtbarkeit, warum gerade hier die Dreieckskiste, was macht mein Chef mir für schöne Augen, obwohl seine Frau mit hier arbeitet, okay, warum nimmt man mich auf der Arbeit nicht ernst, welche Energien verkörpere ich immer, wo sind die Verhaltensmuster, die Introspektion wird in den nächsten 14 Tagen sehr wichtig sein, aber das heißt nicht, dass wenn wir in der nächsten Legung gucken und du etwas verändert hast, dass es dabei bleiben muss. Ja? Hier geht es darum, auch dir erkennen zu wollen und dir erkenntlich zu zeigen, oder dir zu erkennen, zu geben, dass Bewegung kommt in die Liebe, Bewegung kommt in die Gefühlsebene, Bewegung kommt in die Ebene der Vernunft, der Freiheit, der Sinnlichkeit, der Sexualität. Ja? Gerade die Menschen, die schon über 35 sind. Gespräche müssen kommen, Verhandlungen müssen kommen, einige Erbschaften, einige Steuernachzahlungen vielleicht auch, okay? Es geht darum, je mehr du weißt wieder, dass das Leben nicht nur daraus besteht, in Erinnerung zu leben, dass das Leben nicht nur daraus besteht, den Kopf durch die Wand zu hauen, dass das Leben nicht nur daraus besteht, zu gucken, was bewirkst du, ja, was vermeidest du, sondern deine Aufgabe besteht wirklich darin, dass viele Menschen triggern dich, viele Menschen verstehen dich nicht. Du versuchst es allen recht zu machen, aber du hast auch keine Böcke mehr, der Doof der Nation zu sein. Deswegen sagt das Leben, wir geben dir alles Gute, Gehaltserhöhungen, ja, Liebe, Sexualität, Sinnlichkeit, Gesundheit. Wir geben dir alles, aber wir erwarten als Gegenleistung Disziplin, Ordnung,
Ja, Machtkämpfe raus, Manipulationen raus, Gewissenhaftigkeit, Gespräche, Ordnung auf allen Ebenen. Alles hat seinen Preis wieder und ich bin gespannt, wie du diese Legung aufnimmst. Aber ich sag dir, die nächsten 14 Tage können eine energetische Herausforderung werden. Alter Schwede, auf jeden Fall. Aber geh sie an. Es ist nur eine jetzige Einblickssituation und wir gucken mal, was du wirklich daraus machen wirst, okay? Also eigentlich sollte alles auf Erfolg sein, aber wieder, es kann hier und da durchaus wirklich kommen oder sein, dass du echt dich in die Nesseln setzt. Also sei ein bisschen vorsichtig, gerade auch in der Liebe, in der Gefühlsebene. Da können ein paar Probleme auftauchen. Schreib mich an, ich helfe dir gerne und wir hören uns. Bye.